Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Rust. Mit dabei ist der Jim. Kommend. Ja, die Musik ist gerade ein bisschen laut, wird gleich wieder leiser. Mit Sicherheit ist gerade Action hier, wobei eigentlich ist es nix. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben die Fassaden erneuert und Fensterläden eingebaut. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken, dass die Musik leiser wird. Jetzt wird sie leiser, oder? Ich weiß auch nicht warum. Ist gerade nichts los. Ja, erzähle ich gleich. Bin auf jeden Fall auf Loot-Tour. Oh, scheiße. Vom Schwein angegriffen. Schnapp es dir, aber was für ein Grill. Ja, erstmal zurück. Das geht wieder auf. Ich habe ja keine Waffe, nichts mit. Wahrscheinlich dafür brauchen wir das Rolltor hier. Boah, jetzt eskaliert die Musik auch noch mehr. Ich sehe gerade einen Bär. Soll ich ihn angreifen? Ja, ich mache schon mal dein Bett hier frei. Okay. Wobei eigentlich ein paar Schuss, dann müsste weg sein. Okay, ich bin wieder auf 100%. Oder hat sich vielleicht das hier wieder hochgestellt? Musik, Graphics, Audio. Okay, jetzt speichert er, deswegen ist der Ton mal weg. So, Musik habe ich runtergestellt jetzt. Weil hier ist noch Menümusik. Okay, das. Ins Menü gehen wir ja seltener. So. Die Musik ganz aus. Alles gut. Dafür hören wir die Schritte, das reicht ja auch. Hier. Ein paar Fässer sammeln. Jetzt sind wir uns nochmal eben satt. Ansonsten gibt es hier keine Fässer, das heißt, hier ist gerade einer durch irgendwie. Doch nach unten. Auch nochmal eine Essenskiste. Heute, wo ich satt bin, ne? So. Jetzt musst du mir mal verraten. Ja. Diese Wasserkanister, wie kann ich denn die vollfüllen am Wasserlauf? Weiß ich nicht, weiß nur, wie sie leer zu trinken gehen. Kriege ich ganz gut hin. Kann auch sein, dass man das irgendwie an so einem Behälter machen muss. Man hat ja eine Möglichkeit, Trinkwasser zu sammeln oder Regenwasser zu sammeln. Dass man es da dann auffüllt. Ärgert dich der Bär? Verfolgt mich irgendwie so ein bisschen. Wer macht denn die Krach? Solange du weit weg bist von mir, ist mir das egal. Ich habe keine Waffe mit. Ich nehme nur mal. Ah, da kommen ein paar Kisten, oder? Ne, nur Baumstämme. So.
eigentlich nur ein bisschen alles weggelootet. Da ist noch ein bisschen, brauchen ein bisschen Eisenschrott, damit ich das Regal habe. Okay, das passt schon mal. Der Optimist, unser Nachbar schießt auf den Bären. Ja, das geht schnell. Mit der Pistole. Eigentlich. Haben wir jetzt 50, okay. Was vergessen? Schon R, aber R gedrückt hier für leer machen. Wie bei 7 Days. Was geht denn nicht? Oh, das Hochbeet hat man noch nicht. Wo ist denn das Hühnchen? Hol ich mir, glaube ich. Hätte mal ein Messer, aber scheint auch schon wieder weg zu sein. Pilz. Hier drüben irgendwo sein. Eine Höhle hatte ich auch gefunden. Bitte? Eine Höhle hatte ich gefunden, wo man damit ein Seil sich abseilen kann nach unten. Echt? Okay, das kannte ich noch gar nicht. Musst mir bloß mal gucken, da bin ich vorhin rein gestürzt, ob man das da irgendwie benutzen kann, das Seil. Hühnchen, wo bist du? Ist nicht. Ach da. Hallo. Oh, das war's schon. Also noch wage ich mich nur an die Hühnchen. Cool, wenn man so einen kleinen Käfig bauen könnte. Und dann vermehren die sich irgendwie. Oder legen Eier oder sowas. So, wie viel haben wir? 65, 10 Stück brauchen wir noch. Da vorne, das sieht gut aus. Oh, ein LKW. Ich vermute, dass das Loot-Suchen auch irgendwas mit Level zu tun hat. Wo bist du denn momentan? Level 32. Wo bist du denn? Wahrscheinlich 190 oder so. 45. Okay. Du warst ja gestern Abend nochmal, habe ich gesehen, ne? Ja, ich hatte nochmal den Ofen nochmal reingelegt. Ja, cool, ich auch. Dann haben wir jetzt auch viele. Müsste mittlerweile erst leer sein, so ungefähr. Naja, ist noch ein bisschen was da. Hab ja immer noch wieder was gesammelt. Das haben wir. 80, komm, dann gehen wir erstmal zurück. Kann ich das schon?
Flüchtiges Stoff brauchen wir auch nicht, dann kann das auch weg. Halte ich noch mal. Dose kann weg. Die Winterjacke, die bringt auf jeden Fall schon was. Das ist schon ganz cool. Ja, und das wollte ich halt jetzt machen heute. Dass man wirklich diesen Schrott sammelt, damit ich dann, oder wir, dann Sachen lernen können. Um immer weiterzukommen, weil die finden tust du halt ab einem bestimmten Level nichts mehr. Also sind immer die gleichen Sachen. Und dann hier eine Garage ist. In and out, okay. Irgendein Labyrinth oder so. Out? Okay, dann muss hier eben sein. Also das Passwort kennen. Wir haben da so ein Labyrinth gebaut. War schon ganz cool mit diesem Gitter davor und so. Das nehmen wir mal als Thumbnail. Sehr schön. Wieder ein Huhn. Komm mit Essen nach Hause. Oh, so schön. Und auch nicht. Das Geräusch, das geht so weit. Aber die laufen halt nicht weg, das ist ganz gut. Zwei sein vom Geräusch her. Geräusch weg. Hallo. Es gibt Eisenerz noch gefarmt. Nein. Bleib ruhig da, geh in die Richtung. Auf dich. Hilfe brauchen wir noch nicht.
Auch noch eine Tonne wieder. Ein Stück muss er noch. Nee, das. Lassen wir, okay. Und dann ist der da oben, der so rund gebaut hat, ja gar nicht so weit weg, sehe ich gerade. Der mit dem Turm, ne? Ja. Kochen. Nee. Herd läuft, der Dings läuft. So. Haben wir jetzt 15 mal Fleisch, das ist schon mal gut. Da auch genug drin. Zum Kochen. Ich glaube, aufgrund, dass wir so viele übereinander stacken können, reicht der eine Ofen, glaube ich, auf jeden Fall. 1000 Holz drin. Ja, ich habe noch ein bisschen Holz drin gemacht. Wir könnten ja noch einen zweiten Schmelzofen machen, um dann das Spiefelgestein da zu separieren. Ja, aber das brauchen wir erst, wenn wir Schießpulver brauchen vorher. Weil es wird dann halt kleiner durch, ja. Das können wir schon mal anfangen, ne? So meinst du das, ne? Ja, das war das schon irgendwo ein bisschen vorbereiten, vielleicht. So. Ich forsche gerade das Regal. Und dann können wir nämlich da die nächsten reinpacken. Dann können wir genug da unten alles voll mit Kisten packen. So war der Plan. Mal gucken. Egal, was wir dafür brauchen. Metallfragmente, da hätten wir ja ein bisschen, ne? Ja, so ein, zwei Stück. 50 brauche ich nur, also von daher, da werden wir eine Weile mit auskommen. Das nicht. Ne, ist doch leer. Also in einem Ofen noch, ne? Echt? Ja, was soll da sein jetzt so? Metallfragment? Metallfragment, ja, wir haben doch das eine, die eine Dings. So, dann. Wie viel kriegen wir denn hier hin? Ich denke mal, wenn ich jetzt drüben machen wir noch die Öfen hin, dann lasse ich da frei. Eins, ich denke, wenn wir noch zwei Regale haben, dann haben wir erstmal eine ordentliche Vergrößerung. So, was haben wir denn hier? Wassersammler. Oh, den kann ich auch schon bauen. Aber dafür brauchen wir Stufe 2, okay. Kleiner Wasserfänger, der reicht ja schon. Damit können wir, das könnte ich mal draußen hinstellen. Was brauche ich dafür? Eine Plane? Alles andere habe ich. Einen kleinen Wasserfänger draußen aufbauen? Ja, ne? Ja, können wir ja machen. Brauchen wir noch ein Feuer da drunter, ne? Oder irgendwie? Ne, Wasserfänger ist das ja nur. Das ist für Regenwasser. Machen wir zwei Stück fertig. So, regnet es hier eigentlich? Ja, gestern hat es aus der Decke getropft. Aber ich habe gedacht, das war wahrscheinlich dein Schwitzwasser. Du hast ja geschlafen, ne? Ja, so wie du auch. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich wach. Kräften so. Also, muss in der Nähe stehen. Mal hin. So. Dann nehme ich zwei davon. Wir sind doch Stufe 1. Wir sind doch Stufe 1. So. Okay. So, die hat er gar nicht gebaut. Doch, nee. Doch, doch. Na, egal.
löschen. So, da sind sie. Steckt ja übereinander, deswegen. Ah. Weiß nicht, was soll es bedeuten? Haben wir noch zwei Kisten? Vier Kisten von jedem. Tausend Holz. Und wieder ein provisorisches Regal gefunden. Ja gut, ich habe jetzt aber zwei gebaut, also. Aber die können wir dann hier lagern. Ist ja nicht so, dass wir es nicht brauchen. Dann können wir auf jeden Fall eine große Kiste dann für Kleidung machen. Ja, na klar. Wenn noch jemand irgendwie dazu stößt, oder? Hat er mir was. Ja, genau.
Zum Beispiel die Winterjacken, dann kann man immer schön mal zwei hinlegen. Wenn man dazu stößt, zwei, die wirklich was ausmachen. Ja, sieht ja schon besser aus. Schaden 50 oder der hier. Schaden 30, Schaden 40, okay, dann lohnt sich's. Soll ich dir auch ein Schwert mitmachen? Hat Schaden 50. Oh, der hat Schaden. Jo. Kann man YouTube vielleicht Nahkampfwaffe. benutzen? Ja, mächtige. Ja. Sogar noch ein besseres. Das muss ich nur eben lernen. Nahkampfwaffe mit hohem Schaden. Provisorisches Hackebeil. Das lernen. Ja, das kann ich ja gar nicht lernen. Ob ich es schon kann. Machete hat 35. Weil nee, ist noch nicht. Bäume sammeln, ist das gut. Laden 60. Dann schau, wie viel ich dafür sammeln muss. Dann kann man nämlich damit ganz gut auf die Truten. Dann hast du immer nur einen Schlag für die Kiste, für die Fässer. Hackebeil. Oh, 250. Ah, ne, das ist ja gar nicht das Hackebeil. Ist ja gar nicht das Hackebeil. 75, okay. Das ist gut, das kriegen wir hin. Test es jetzt mal, wie das draußen ist. Der freien Wildbahn. Stell dir vor, da huscht einer schnell rein, weil er sieht, die kleine Tür ist auf. Und dann kommt er da aus dem Zwischengang nicht raus. So, wenn wir aber niemals Gäste empfangen können, ne? Warum? Wenn sie nicht mal kurz drin huschen können. Fremdet eindringen. Können wir sie gleich ausnehmen, ausbeuten. Haut er hier ab. Wir sind auch schon wieder bei einer halben Stunde bei der Aufnahme. Die Zeit rennt immer so. Aber ob wir das Schwein kriegen, sehen wir dann morgen in der neuen Aufnahme. Bis dahin, tschüss. Tschüss.